Immer wieder wird die Frage gestellt, Reini, was hast denn du da hinten auf deinem Molleteppich für Messer? Also wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossen vom Survivor Shop Überlebenskunst, schön, dass du dabei bist. Ich kriege immer wieder die Fragen, was ist da hinten auf diesem Molleteppich alles drauf, und das schauen wir uns jetzt an. Also ich mag gleich einmal hier oben anfangen, und zwar mit diesem Teil hier, das habe ich schon relativ lang. Das ist ein Böker, ja, und ein sehr, sehr nettes Messer, da bin ich drauf gekommen. Das ist jetzt über 10 Jahre her. 10 Jahre wird es schon sein, ja, auf jeden Fall 10 Jahre. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Nein, der Patrick ist 11, also 12 Jahre habe ich das jetzt schon. Da bin ich drauf gekommen, dass ich ein Einhandöffenmesser haben will. Das war mein erstes selbst gekauftes Einhandöffenmesser. Und da ich jetzt 40 bin, habe ich das mit 29 gekauft. Also mein erster Einhandöffner. Das war nicht mein erstes Messer, aber mein erster Einhandöffner. Ja, und der hängt da. Und ich tue eigentlich relativ wenig mit ihm, aber ja. Das da ist das gute alte Glockfeldmesser. Und zwar ein Nachbau, ein China-Nachbau von Glockmesser. Das ist sowas braucht, einen China-Nachbau. Und das wird in Army-Shops immer wieder angeboten als das echte österreichische Bundeswehrmesser, ist es aber nicht. Weil da steht kein Glock drauf. Also für alle, die das interessiert, da steht kein Glock drauf, sondern es ist einfach nur so. Und daher, nein, und das hält auch nicht dasselbe aus. Dann hier haben wir das Les Stroud Messer, das habe ich auch einmal vorgestellt. Schau ganz einfach in meinen Videos nach. Das super Messer eigentlich, nur das hier hinten, diesen Feuerstahlteil, den hätten sie ein bisschen besser anschleifen können. Da kriege ich immer wieder Schelte über die Kommentare. Ich sage, naja, Reini, was ist das Problem? Feil das einfach ab. Ja, eh. Aber Entschuldigung, trotzdem, für den Preis, ich meine, mittlerweile ist es ja recht günstig, weil das ja auf dem Markt haben, aber wie ich es gekauft habe, ist es neu rausgekommen und da war das relativ teuer und da hat mich das ganz einfach gestört. Und ja, das ist ganz einfach so. Dann, was haben wir hier? Das ist, kriege ich es natürlich nicht runter, so einfach. Das sind eigentlich zwei Messer. Und zwar, das habe ich auch schon einmal vorgestellt, so ein unnötiges Dingsbums da. Ja, fürchterlich. Ja, da hat Liner Lock alles schon kaputt, weil ich damit gespielt habe. Dann vom Hans. Hallo lieber Hans, vielleicht siehst du das. Danke für das Messer, was du aus Russland mitgenommen hast. Ich häng's dann nachher wieder drauf. Will jetzt nicht langweilen. Dann da habe ich auch einmal Alpin, das krieg jetzt gar nicht so leicht raus. Alpiner Messer, das habe ich auch einmal vorgestellt, so ein Billigsdorfer Wegwerfmesser. Das hängt da oben. Dann ein Erbstück von meinem Papa. Ein Jagdknicker. Mit dem hat er sich immer seine Jausenbrot runtergeschnitten und seine Wurst und seinen Käse. Mit dem arbeite ich natürlich nicht. Das ist ein sentimentales Stück sozusagen. Gut, dann hier. Oh Gott, das klumpert. Das Franzosenmesser. Dejo, Dejo oder wie der Schmorren heißt. Da sind sie, diese lustigen Messer. Das Problem bei denen ist, dass die nur auf der einen Seite angeschliffen und auf der anderen Seite nicht. Das wäre sie jetzt noch nicht. Aber wenn du Rechtshänder bist, dann wirst du damit unglücklich. Wenn du Linkshänder bist, kannst du damit besser schnitzen, aber dafür kannst du es nicht aufmachen mit einer Hand. Klumpert. Hänge ich auch später drauf. Dann das Messer, das habe ich auch schon einmal vorgestellt. Auch ein Einhandöffner mit so einer ganz argen Orgenklinge, ein San Remo. Messer ist auch hier. So, dann das ist kein Messer, aber das habe ich auch einmal vorgestellt. Das ist ein Schrittzähler fürs Orientieren. Das Messer, das ist von Bushcraft Fuzzi. Das gibt es jetzt so, glaube ich, in dieser Form nicht mehr. Ich glaube, der macht gar nichts mehr. Das ist sein Fastlower. Ja, das hängt auch noch immer da. Da habe ich mal ein Review gemacht und dann hat das mal geschenkt. Im Nachhinein, also im Vorhinein war mir das gar nicht klar, aber er hat gesagt, Reini, behalte es dir, super, freut sich. Dann auch so ein billiger Multiteil, das ich einmal reviewed habe. Das ist ja auch Müll, absoluter Müll. Müll, 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 Müll. Dann ein Leatherman, so ein kleiner Leatherman, ja, den finde ich auch ganz nett. Habe ich aber meistens da hängen, weil ich mit den größeren Teilen unterwegs bin. Das ist ja nur ein Teil meiner Messersammlung, wenn du wüsstest, was ich alles habe. Ich bin ja ein Irrer. Dann das Mora-Messer hier. Ein ganz klassisches Mora-Messer. Super Sache, super Teil. Liegt gut in der Hand. Gibt es überhaupt nichts. Dann auch ein ganz altes Messer von mir. Ja, ja. Der Mr. Amazon Commander. Ja. Der Amazon Commander, mit dem habe ich sehr viel gearbeitet. Mittlerweile hängt er eigentlich nur bei mir herum. Vielleicht kommt wieder mal die Zeit, wo ich ihn verwende. Dann ein Cold Steel, das habe ich auch schon einmal reviewed, die Survival Edge. Dann mein Mora,
Das habe ich einmal geschenkt gekriegt von der Manuela. Da steht auch mein Name drauf, Reini Rossmann, will ich jetzt nicht zeigen. Habe ich auch schon ein Video im Kanal gemacht, also das ist ja alles nichts Neues. Dann da ein echtes Glock-Feldmesser. Werde ich das auch eingestanzt. Das habe ich auch schon, da war ich 18 Jahre alt, wenn man das kauft. So alt muss man werden. Also ich habe schon immer ein bisschen ein Messervogel gehabt. Dann hier ein Einladenmesser, das habe ich auch schon einmal vorgestellt. Und zu guter Letzt hier, auch das habe ich schon einmal vorgestellt, Smith & Wesson Neckknife Klumpert, Messer, wollte ich eigentlich sagen. Das sind Taschen, da ist nichts drin, das ist meine Sammlung. Ein kleiner Teil davon. Wenn du wüsstest, was ich sonst noch da alles so liegen habe. Mittlerweile glaube ich ja selbst schon, dass ich nicht ganz dicht bin, aber ich mache das nicht, nichts zum Spaß, nicht zum Vergnügen, nur für die Arbeit. Ja? Ich würde das nie für mich tun. Ich mache das nur wegen der Arbeit willen. Ne? Ist einfach so. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Bis bald, dein René Rossmann. Ciao.